in dein Kostüm, greif dir deine Maske. Du kannst auch ein Held sein, ich weiß genau, du schaffst es. Wir sind hier bei Future FM, haben hier Ku Savas, King of Rap, zu einem Interview. Schönen guten Abend, mein Name ist Taro, bin ein Rapper in Ausbildung, das sage ich mal so. Und jetzt möchten wir euch zeigen, was wir in den Workshops so erarbeitet haben, wo zum Schluss eine ganze Radiosendung draus geworden ist. Und zwar haben wir erstmal angefangen mit dem dreifachen DJ-Weltmeister, DJ Pro Psycho. Direkt aus der Hauptstadt. Die Reise ist das Ziel. Das ist unsere Zukunft. Berlin Radio Show. Ja, genau so, jetzt hast du es. Kontrollierte Souveränität und so ein bisschen locker. Wir haben eine Radiosendung produziert und dann auch mit eigenen Inhalten gefüllt. Deswegen waren dann auch ganz am Anfang unseres Projektes Workshops. Wir hatten Rap-Workshops, wir hatten digitale Musikproduktion, Jingle-Produktion und Moderationsworkshops. Also alles, was wir halt dann anwenden konnten dann für die Radiosendung, damit wir die mit unseren eigenen Inhalten füllen. Dieser Workshop war auf jeden Fall eine Bereicherung in jederlei Hinsicht. Man hat nicht nur nette Leute getroffen und vor allem qualifizierte Anleitungen gehabt, sondern wir haben auch eine Menge gelernt dazu und das nicht nur über Hip-Hop. Eine geniale Sache. Der nächste Workshop war ein Beatbox-Workshop, wo wir Grundlagen darüber gelernt haben, wie zum Beispiel den Butzekatze-Beat. Der geht ungefähr so. Den Beat. Also hier ist es sowieso nicht. Nee, nee, es soll hier sein. Katze. Oder zum Beispiel den Bunker-Beat. Wir haben natürlich auch noch Freestyle gemacht. Das war dann die eigene Sache. Es scheint ja also, dass du eine besondere Beziehung zu Hip-Hop hast. Also könntest du vielleicht den folgenden Satz beenden. Hip-Hop ist für mich
richtig sehe. Ich habe Träume und die Träume fangen an zu irritieren. Versuch die Träume zu verarbeiten, sie auf Schleife abzuspielen. Sie bleiben in meinem Kopf, ich bin verzockt mit der vergangenen Zeit. Möcht sie lösen, gebe alles, doch merk, ich hab keine Zeit zum Lösen, keine Zeit zum Träumen. Frag die Fam, find kein Gehör, suche Schutz bei meinen Freunden, ohne Reue Hilfe anzunehmen. Nehm es in Angriff, auf die Plätze, fertig, los. Was würdest du einem noch nicht etablierten Namen-Rapper mit auf den Weg geben? Ich würde sagen, es geht nicht um Erfolg. Erfolg ist nicht alles, es ist nicht mal wirklich ein wichtiger Bestandteil, sondern das Wichtigste ist, dass du Spaß an deiner Musik hast, dass du an deine Mucke glaubst und dass sie für dich etwas ist und dass sie dich repräsentiert. So, nicht du musst irgendetwas, ein Bild, was die Leute von Rappern haben, nicht du musst das erfüllen, sondern die Musik muss einfach das erfüllen, was du bist. So. Und daher, wenn man das schafft so, und wenn die Leute dir das abnehmen, so, dann ist es egal, ob du, wie gerade schon gesagt, ob du Mucke wie Wendemann machst oder so. In dem Moment, wo du das so meinst und wo du das bist, werden die dir das glauben und dann werden sie das abfeiern. War auch, dass wie man halt mal die Möglichkeit kriegt, meiner Meinung nach gibt es viel zu wenig die Möglichkeiten, einfach mal was mit Hip-Hop zu tun. Es wird viel zu wenig gefördert und dann ist es auch mal gut, wenn man dann Leute kennenlernt, die genauso denken so. Wir kannten uns davor gar nicht, wie gesagt, ich und Pierre hatten aber irgendwo dieselbe Einstellung, wir hatten Liebe zur Musik und das hatte, denke ich mir, jeder, der hier war und es ist schon traurig, wenn dann jeder so alleine durch die Stadt wandelt. Sollten sich öfter Leute treffen, Leute zusammen Musik machen, sich kennenlernen, allgemein so ein bisschen die Szene wieder pflegen. Jetzt habe ich ja auch noch auf meinem Handy auch so eine digitale Workstation, die ich euch mal vorführen werde. Ja, hab mal bitte. Und zum Beispiel. Kurze Vorführung gewesen. Da kann man auch natürlich Melodien einbauen. Also ein Zertifikat ist natürlich was Gutes, weil alleine wenn man dann irgendwo in die Media-Richtung geht, kann man das vorlegen und kann zeigen, ich hatte einen Einblick, so, ich habe mit denen und denen mal gearbeitet, ich konnte hinter die Kulissen gucken, wie es wirklich ist, nicht nur so, wie man es aus den Medien kennt. Ja, auf jeden Fall so ein Zertifikat, also viele Arbeitgeber setzen ja auf Teamwork und so ein Zertifikat bestätigt nochmal so, dass man sehr viel dazu beigetragen hat und mit anderen zusammengearbeitet hat. Bis Berlin, denn die Reise ist das Ziel, okay? Und auch wenn ich keinen Cent verdiene, bleibt die Scheißwelt bestehen, in der die Reichen regieren. Die Zertifikate, das ist auf jeden Fall ein gutes Ding, so, das nochmal bestätigt, dass man wirklich dafür, dass man auch bereit ist, etwas zu geben. Ja, irgendwie. Und wie gesagt, Sky is the limit, die Reise ist das Ziel. Wenn man keine Ziele hat, wenn man denkt, man hat nichts, dann hat man schon fast verloren. So. Von daher ist es immer cool. Was Neues so. Wir starten durch. Jetzt, yes, yes, jo. Jeder kann was. Tja, das war's. Jetzt ist Ende. Ja, das war's von unserer Sendung Future FM Next Generation. Und Miri, ich muss sagen, die Moderation mit dir war echt toll. Das freut mich. Ich hab's sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Wir hatten eine gute Zeit. Und ja, nochmal reinhören könnt ihr unter www.zukunftsmusik-reloaded.de. Und jetzt habe ich meinen Stichpunktzettel voll an Miris Gesicht geknallt. Ja, also www.zukunftsmusik-reloaded.de. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Jürgen, Pierre, Miriam, Jen, Timur, Anna, Nujin, Dennis, Cheney. Bye bye. Warte. Ciao. Bye bye. Ouch. Keep it real, baby.